Hallo, willkommen zu neuem Replay. Bevor es heute losgeht, weil inzwischen glaubt mir das ja keiner mehr, habe ich den Eindruck. Also ich habe heute wieder ein Spiel von einem normalen, ambitionierten Amateur-Elo, wie ihr das einsortieren wollt. Also der Spieler, den ich jetzt heute haben möchte, hier vorne, ist Platin 2, ja? Weil immer wenn ich diese Low-Elo spiele, caste, sagen die Leute, das ist niemals Platin 2, das ist niemals Gold 3, das ist niemals Diamant, niemals, niemals. Ja, auch wenn ich die Zahlen immer wieder dazu sage, ich zeige es diesmal schwarz auf weiß. Also das ist jetzt ein Spieler, der aktiv tatsächlich spielt. Ich habe noch nicht reingeguckt in das Replay, ja. Aber ich will nur mal vorher zeigen, dass ich keinen Mist erzähle, ne? Also der hat jetzt hier wirklich sehr aktiv gespielt. In der ersten Season noch nicht viel, in der zweiten ein bisschen mehr und jetzt in der dritten ist er richtig abgegangen, ja. Und spielt jetzt Platin 2 aktuell sein und spielt auch die Fraktion, die er jetzt gleich spielt. Die Ottomanen ist seine Hauptfraktion, die er eigentlich nur und ausschließlich spielt. Und sein Gegner ist Crisp hier vorne. Der spielt wiederum sehr, sehr wenig tatsächlich auf seinem Elo. Also der ist wahrscheinlich da nur wegen seinen Einrank-Spielen hingekommen, weil er sehr gut abgeschnitten hat bei diesen Einrank-Spielen. Ja, also der ist wirklich, der spielt alles Mögliche, nur eben nicht normales Solo-Ranked. Und trotzdem ist er auch auf Platin einsortiert. Also das wäre jetzt wirklich kein echter Platin-Spieler unbedingt, der Chris-Spieler, okay? Und der ist auch Main-Chinese, das heißt also jeder spielt auf seiner Main-Fraktion. So, und jetzt gehen wir in das Spiel rein. Also beide sind auf ihrer Main-Fraktion. Und der Mason, das spricht man bestimmt so aus. Der Mason, der ist auf jeden Fall, der ist ein richtiger Platin-Spieler, wie wir gerade gesehen haben. Und der Crisp, er nicht, ne? Der ist da einfach nur bei seinen 12 Spielen eingerenkt worden. Und ist aber was zu suchen, als immer eine andere Frage. Ist ein zweiter Account zum Beispiel, haben die anderen Game Modes vielleicht geholfen zum Trainieren, ne? Das ist immer eine andere Geschichte, aber eigentlich sollte der Mason einen gigantischen Vorteil jetzt hier haben, wenn man das Elo nur betrachten würde. So, und jetzt schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Ich möchte aber jetzt nicht mehr unter dem Video lesen, das ist kein echtes Platin. Ja, also ich gucke da schon richtig nach, wenn ich das mache. So, jetzt gucken wir das an. Steinchen, das übliche Spielchen, ne? Ich würde schon erwarten, wenn man da seine massig Spiele gemacht hat und nur mit Osman, dass man da natürlich auch ein perfekten Bild dann entsprechend hat, ne? Mit der Schule da oben hin. Frag mich, ob das einen bestimmten Grund hat, dass das dann dahin geht. Sehen wir, die hin und her laufen auch ein Stück weit. Baut das jetzt mit einem Dude nur, okay. Da vorne baut sie den Turm dann schnell an der Front zum Beispiel. Aber klar, wenn man da hinten vielleicht das Holz noch will. Ist die Frage, ob sie auch Lumme 2 zu bauen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Also ich sage immer, bei sowas, das muss man abmessen. Ne? Das kann man nur schwer sowas mit dem Auge machen. Deswegen mache ich, wenn das so meine Fraktion ist, mache ich da immer Messungen zu und manchmal auch so, aber dafür habe ich es noch nicht gemacht. Ja, normaler chinesischer Anfang hier vorne. Und mit dieser Baumgeschichte und dann der Mühle hier vorne. Also der hat auch einen ganz klaren Advanced Build, könnte man es glaube ich nennen. Also normaler Anfänger würde auf so eine Idee glaube ich nicht kommen, das so zu machen. Da geht es ja glaube ich um 10 Holz oder irgend sowas. Bei diesem Trick wollte ich schon sagen. Also beim Release ging das noch nicht, ne? Es ist das kein Trick, sondern gewollt, aber da geht es um ein bestimmtes Bild und das zeigt auch, dass er ein erfahrener Chinesenspieler ist, wenn er sowas kennt. Genau wie das auch ein erfahrener Osmanenspieler wahrscheinlich ist, wenn er halt direkt das Ding da oben hinbaut. Und das geht hier ja zack, zack, hier, dass ja keiner am Rumstehen oder irgendwas, ne? Und da sind die, glaube ich, wirklich da, wo man es erwarten würde. Platin-Spieler kann man, glaube ich, erwarten, dass die ein Bild drauf haben. Auch hier vorne, sehr schön, ne? Mit dem Dorf, dass man hier quasi direkt in Sicherheit gehen kann. Hätte überall hinbauen können, um Zeit zu sparen. Die Pros machen das tatsächlich auch so. Die klatschen das manchmal einfach irgendwo hin. Aber er hat es direkt daneben gebaut, mit Plan, damit die Arbeiter in Sicherheit gehen können. Ne? Das vermisse ich bei den Pros sehr häufig, sowas. Also nicht selten habe ich das Gefühl, dass die unteren Elos sich, also sagen wir nicht die ganz unteren, ja, aber Platin, Diamant und sowas, dass sie sich eher um solche Kleinigkeiten kümmern, auch bei dem Felderbau, die ja bei den Pros teilweise im Lehrcamp einfach hingeklatscht werden, bam, 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 und dann ist man Pro. Ich verstehe das schon, ja, wenn das 0,000% von eurem Gameplay-Relevanz ist, dann klatscht man es einfach hin, tut kein Micro dafür vergeben. Aber das ist ja jetzt nicht ein solcher Fall hier, ne? Das ist ja eine Bunkeranlage für alle Arbeiter gegen eine Rush-Fraktion. Obwohl man natürlich hier ein bisschen Angst haben könnte, dass das eingerissen wird vom, wenn ganz viele Speere kommen. Da muss man natürlich dann schon eine Reaktion für im Petto haben. So, Speer kommt relativ früh. Viele sammeln das ja inzwischen auch so ein bisschen, bevor sie die runterschicken. Will den Chinesen aber sehr früh unter Druck setzen. Scout-Route, sehr defensiv. Ich glaube, Beastie mal im Guide gehört zu haben, der gesagt hat, er will immer offensiv scouten. Und ich glaube, Pete immer gehört zu haben, der darüber abfuckt, wenn der Gegner offensiv scoutet, weil ihn das nervt. Naja, also ich glaube, dass das ein Glücksspiel ist, je nachdem, wie er scoutet. Ne? Wenn er die Route abreitet, wo der Gegner schon war, hat er halt Pech gehabt. So simpel ist das.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass ihr bei Minute 5, 6 über der Base vorbeischaut beim Gegner. Oder je nachdem, was das für Fraktionskombinationen und Maps halt sind auch, ne? Was geht die Sonne da hoch? Das scheint mir jetzt ein bisschen exzessiv mit dem Zeugs hier. Ist ja ein sehr, sehr hartes Defense-Gebäude. Ich weiß nicht, ob es nicht stark übertrieben war, das dahin zu bauen. Und er kann das Gold damit beschützen zum Beispiel, klar. Aber ist das dafür wirklich notwendig? Also die meisten würden eher auf das andere gehen, damit man mehr Gold am Anfang einsammelt, ne, für die Steuereintreiber. 100% Bonus. Und dass man auch mehr Steuereintreiber halt bauen kann, also Reichsbeamter. Also von daher, das ist sehr ungewöhnlich, mit dem Gebäude zu beginnen und es dann so defensiv in die eigene Base zu klatschen. Da hat er, glaube ich, ein bisschen zu viel Respekt vor dem Osmanen, zeigt er da. Bärchen. Mehr Steinchen. Gibt hier schon einen Punkteunterschied. Sonst noch alles sehr ruhig und still. Gibt zwei Arbeiterunterschied, das sollte nicht sein. Das zeigt mir, glaube ich, nur, dass einer vergessen hat, Arbeiter herzustellen. Ne? Also in dem Falle unser erfahrener Platin, was war das, 1 oder 2 Spieler, ne? Also unser Platin-Spieler, der auf jeden Fall ganz viel Spielerfahrung hat, der hat tatsächlich vergessen, Arbeiter herzustellen. Oder? Also ist ja kein Song unten an, also sind ja immer noch normale Arbeitszeiten. Hat er vielleicht noch mehr Reichsbeamte gebaut? Sehe ich das gerade nur nicht? Also wir reden ja von zwei Unterschieden, nicht von einem, ne? Aber ich sehe keinen zweiten Reichsbeamten. Also da wahrscheinlich wurde das Klicken vergessen zwischendurch, ist mein Verdacht. Was man dadurch natürlich umgehen kann, so mache ich das zumindest immer, da ich einfach von Anfang an einfach alles queue und wenn ich dann wirklich mal Nahrung brauche für einen Aufstieg, dann lösche ich das wieder, ne? So dass mir das auch niemals passiert, da ich einen Arbeiter zu wenig herstelle. Aber ich glaube, das kann ja nur das gewesen sein, dass er das kurz, ne, das Klicken vergessen hat für eine Zeit lang. Jetzt geht's los. Schießstand, okay. Dann nehme ich mal an, dass er hier noch Dings gleich bauen wird drumherum. Ne? Noch mehr von den Militärschulen, damit die hier gebufft werden. Und dann nochmal eigene Bogenschützen, um die Sugenus zu kontern. Da kommen die Sugenus. Oh, so eine Bauweise habe ich noch nie gesehen. Ich meine, da kann er selbst keine Farben mehr hinbauen und auch durchgehen nach Hause, wenn man jetzt mit denen Sicherheit geben will. Ist vielleicht auch nicht das Geilste, wenn die dicken Gebäude da alle stehen. Also hier kann man ja noch ein Stück weit rein, aber auch nicht alle. Also das ist eine ganz komische Bauweise, das habe ich so noch nie gesehen. Und man sieht auch, dass das Gebäude eigentlich gar nicht notwendig war. Also ich glaube, der hätte locker mit dem anfangen können. Reichsbeamter. Also dem Bild würde ich auf jeden Fall noch überdenken vom Chinesen. Jetzt hier oben aber schön am Scouten der Crisp, guckt sich halt an, was Lage ist. Ne? Hätte hier auch alles da oben sein können, Wirtschaft oder ne? Also irgendein Wirtschaftsbild. Auch wenn das sehr ungewöhnlich ist, warum nicht gucken. Und auch weiß man jetzt hier, okay, da kommen jetzt Bogenschützen, das ist vielleicht auch keine uninteressante Info. Obwohl er wahrscheinlich so oder so Sugenus baut. Er hat den Arbeiter zu früh weggezogen, ne? Das wird nicht mehr gebaut, das Gebäude. Du hast den Arbeiter weggezogen. Ich muss tatsächlich sagen, das ist mir noch nie passiert in einem Spiel. Weiß nicht, ob man es gleich nochmal sieht. Das Bogenschütze, der kann das nicht bauen. Okay, er sieht's nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen fies, ne? Jetzt hat er es gesehen. Also jetzt nicht spielentscheidend, aber das ist wahrscheinlich der Arbeiter, der mit runtergezogen hat. Also, ich bin nicht ganz sicher, jetzt zieht er wieder hoch oder was? Ach, der sollte gar nicht runtergehen, hat das für einen Soldaten gehalten, okay. Habe ich das noch nie erlebt. Und da sind die Sugenus. Er hat eine Kaserne gebaut. Nicht sicher warum, er war ja gerade oben scouten. Das heißt, er hat ja gesehen, dass da eigentlich keine Reiter sind. Vielleicht erwartet er die Sipas jetzt. Das kann natürlich sein, dass er es dafür gebaut hat. Ich hätte tatsächlich einen zweiten Schießstand vorgezogen und die erstmal gebaut. Weil er weiß, dass da Speere und Bogenschützen jetzt erstmal kommen. Für die Sipai hat er noch Zeit, bis die spawnen. Also ich hätte einen zweiten Schießstand vorgezogen und danach erst die Kaserne. Jetzt gehen sie wieder. Was? Warum gehen die denn jetzt wieder? Okay. Jetzt fängt er an zu turteln. Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Also sie gehen wieder und turteln gleichzeitig. Kannst du nicht mal kurz Rechtsklick machen auf den? Also da gibt es offensichtlich ein paar Maiko-Probleme. Doch der Meter macht einen Rechtsklick. Okay. Ja, fertig. Wir haben beide mit Maiko und die kamen nicht klar. Ne? Aber jetzt bin ich total verwirrt, warum der hier vorne jetzt turtelt.
Also er hat ja gerade diese ganzen Sachen gebaut, ne? Schießstandstelle, zwei Militärschulen, ja? Hier vorne die Upgrades. Also das ist ja ein heftiges Militärinvestment. Und dann baut er eine Palisade. Hä? Bin verwirrt. Und jetzt? Das muss mir gerade einer erklären. Also ich weiß, warum er turteln will, ja? Sieht auch witzig aus hier unten. Also schnellere Produktion hat er da an. Also ich denke, so ganz optimal läuft das aber hier nicht. Ich sehe jetzt keinen von den Steuern eintreiben, ne? Also, da kann man einen wahrscheinlich schon fast durchgehen lassen, hätte ich gesagt, oder? Fast, ja. Hier zum Beispiel ist auch zu viel Gold drin. Also die stehen da eigentlich im Grunde genommen umsonst. Zumal er der Gegner auch umgedreht hat. Er hat ja gerade gesehen, dass die Truppe zurück ist, dass sie seinen Speer getötet haben. Also hier unten, diese Aktion verstehe ich auch nicht so ganz. Er müsste eigentlich Gold sammeln gehen. What? Was hast du für eine Bauweise? Gut, dass es keine Atombomben im Spiel gibt. Aber das ist sehr kompakt gebaut, oder? Das habe ich so noch nie erlebt. Na gut. Aber jetzt habt ihr diese Bunkeranlage, wo wir sollen da reingehen. Hier ist ja schon eine große. Also da war das sicher nicht so clever hingebaut. Wenn dann hier zwischen vielleicht, weil er gleich das abbaut, weil er jetzt das abbaut. Also das hätte man auch hier hinbauen können. Und die gleichen Laufwege, gerade für die Arbeiter sogar noch kürzer, wenn sie es, ne, hier hingebaut hätten. Also das mit den Reichsbeamten, das gefällt mir aber gar nicht. Also er kriegt ja seinen 20% Bonus raus, wenn das so anhat, ist schon klar, ne? Obwohl hier unten jetzt gar nichts passiert. Und auch hier ist ein bisschen suboptimal, weil hier ist, wenn ich das richtig sehe, eine kleine Menge Arbeiter, hier ist eine große Menge Arbeiter. Die kriegen den Bonus, die kriegen ihn nicht, ne? Also alle Arbeiter auf das und den mitgehen lassen, damit der Bonus für alle Arbeiter gilt. Also auch das sehr, sehr ineffizient. Und ihr könnt ja, wenn er es mit Micro nicht machen will, und das ist ja nicht viel Micro, ehrlich gesagt, derselbe Klick, könnt ihr die ja Gold sammeln lassen. Also der stapelt sich ja das Gold, der nimmt es einfach nicht mit. Jetzt hat er einen vierten, der jetzt durchgeht. Noch nicht mal, der hat ihn jetzt auch darauf eingestellt. Okay. Also das ist, glaube ich, im Bild noch sehr optimierungsfähig hier unten. Was ist das denn für ein Türchen? What the fuck? Palisadenbau auf die andere Art und Weise. Okay, also los geht's. Also der Chinese rusht gerade den Osmanen. Jetzt verstehe ich aber, warum der Osmanen eine Palisade bauen wollte. Ich verstehe nur nicht, wie er das erwarten konnte. Also das habe ich noch nie gesehen, dass ein Chinese einen Osmanen rusht. Man sieht ja auch in den Zahlen, dass das keinen Sinn macht, ne? Die osmanische Armee wird eigentlich fast immer größer sein. Also, ne, obwohl der Chinese Armeen gebaut hat, mit Beschleunigung. Da unten hat er eine kleinere als Osmane. Also ich habe noch nie einen Chinesen in den Osmanen rushed. Noch nie eigentlich. Ich bin ein bisschen sprachlos. Aber was ist denn jetzt der Grund, warum der Osmane getürtelt hat? Also ich sehe jetzt keine Economy-Bauten da, oder? Von der Steuerung aus, nur eine Gruppe gebildet hat, weil die sich immer die Speere mit den Sugunus bewegen. Ich würde immer zwei Gruppen draus machen, damit man einfach bei Notfällen besser steuern kann. Also die Speere nehmen zum Beispiel Bonusschaden von den Bogenschützen, ne? Und da wollte man die jetzt nicht unbedingt die Schüsse tanken lassen, hätte ich gesagt. Da war wieder ein Arbeiter dabei. Also jetzt schon vier Arbeiter verloren. Warum war denn da ein Arbeiter dabei? Okay, jedes Messer zählt oder wie? Na gut, okay, auf jeden Fall, das war ein ganz komischer Fight. Also am komischsten war, dass er sich zurückgezogen hat, weil seine Armee stärker ist als die, hätte ich jetzt gesagt. Also ich glaube schon, dass er die besiegt hätte. Er hat ja irgendwie 10 Fernkämpfer mehr, ne? Er hat 20 Bögen plus Extras und da waren 12 Sugenus. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dass er zurück in die Base gegangen ist, zumal er auch die Verstärkung früher bekommt. Also ich verstehe das nicht. Er hat die Schlacht nicht gewinnen wollen, die hätte gewonnen können. Der Chinese schwächer ist, der rusht den Osmanen. Der Osmaner erwartet das mit einer Palisade. Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Das ist ein ganz komisches Spiel. In jedem Fall hat der Chinese, überholt er den Osmanen halt in Rekordzeit mit einfach allem. Na gut, mal gucken. Das könnte aber auch in dem zweiten Gebäude liegen. Stapelt hier vorne die Dörfer, als ob das cool aussieht. Aber wer soll denn da gleich reingehen in die Dörfer? Das ist eine ganz komische. Also das erste war wirklich super, ja, fand ich. Aber danach, das eine Dorf direkt hier hin und das andere, ne, manchmal auch da unten hin und das dritte Dorf meinetwegen hier hin, wo die Leute jetzt alle sind. Also das ist eine ganz komische Kombination. Die sind immer noch AFK. Jetzt haben wir kein Gold. 168 Goldstücke. Ah, yes, ist Maria. Okay. Was wird das denn? Du baust einen Rambock, du willst jetzt die osmanische Basis einreißen. Ich sehe dich richtig. Geil. Also er hat inzwischen eine größere Armee, weil er weiter pumpt, der Gegner halt 6. Zeitalter gegangen ist. Aber was soll der auch sonst machen? Also was sollten wir jetzt erwarten vom Osmanen, ja? Entweder hat er jetzt eine größere Armee als der Chinese oder ist das 3. Zeitalter gegangen, da kommen gleich Waffenknechte raus und dann kann der sofort einpacken.
Das ist doch klar, dass das jetzt nicht funktionieren kann mit dem Angriff. Wie soll denn das klappen? Das kann niemals funktionieren, was der jetzt da macht, der Chinese. Teufel auch, da sind 5 Arbeiter-AFK in der Hütte. Warum sitzen die denn da drin? Wenn du die Pfeile brauchst, kannst du dich doch da reinsetzen. Da steht 5 Arbeiter-AFK. Hat 4 verloren und 5 AFK. Das sind 9 Arbeiter Unterschied. Apropos Unterschied, Kinder, wo kommen denn? Ach, das ist der Song, ne? Das ist alles Song. Bei Minute 14, 20 Arbeiter soll Song sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es 20 Arbeiter Minute 14 sind, der Songunterschied. Ich glaube, der hat wieder vergessen, Arbeiter zu bauen. Genau, ist wieder aus. Hat auch hier Leute drin, wegen mehr Pfeilen. Aber er hat tatsächlich, da sind 5 da drin, ne? 3 da drin. Er benutzt seine Arbeiter nicht, der Osmane. Ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Platin 2 Skill hier doch ein ganzes Stück unter dem, was letztens, Gold 3 und Platin 1 oder so ist, ne? Also, eine ganz, ganz komische Runde. Da sind schon wieder die Arbeiter, die mit dem Messer auf den Gegner losgehen. Die gehen schon wieder mit dem Messer auf den Gegner los. Jetzt hat er 9 Arbeiter verloren. Aber jetzt verstehe ich, wenn es im Elo so gespielt wird bei Platin, dass der Chinese mit allem angreift, weil die Arbeiter werden ihm ja entgegengeschickt, damit er die nicht raiden braucht. Also dann verstehe ich das natürlich, ja, dass er da früh angreift. Besser geht das ja gar nicht. Aber ist das wirklich normal für Platin? Ich habe euch Statistik eben gezeigt. Sagt mir bitte nicht, dass kein Platin-Spieler. Die Statistik war eindeutig. So nicht seine erste Season, ne? Also das wird im Platin so gespielt offensichtlich und erfolgreich so gespielt. Jeder, der selbst Platin ist und sich einen Kopf fasst und sich fragt, wieso er nur noch Platin dann ist, dem kann ich das auch nicht beantworten. Das sind nur Rätsel für mich. Ich gucke es mir nur an. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. So, der Chinese macht jetzt unendlich Wirtschaft. Ich meine, der hat ja jetzt schon doppelt so viele Arbeiter. Wirtschaft pumpt da weiter, ne? Jeder baut auch schneller. Pusht den Osmanen. Also aus meiner Sicht ist also bedenkt, dass Crisp hier mit seinem Gold-Elo und 12 Spielen hier gemacht hat. Und man sieht ja auch, wie er ein bisschen spielt. Der ist ja wirklich Gold, mehr wird das nicht sein. Der spielt den Platin 2 gerade völlig an die Wand, ne? Das ist ein ganz komisches Spiel. Aber sind natürlich auch die ganzen AFK-Einheiten und wie er eben hatte hier, die umsonst AFK waren. 34 Arbeiter, das ist 100% Arbeiterunterschied fast. Das ist ein ganz neues Spiel. Mangel. Aber jetzt verstehe ich, warum ich auch Platin einsortiert werde, wenn ich einfach nur ein paar Spiele mache. So langsam verstehe ich es auch. Speer wenigstens, sehr schön. Ja, 2 Stück, wir gucken, was los ist. Der macht sich das gerade auf. Da kommt der Uhrturm. Und am besten dann direkt eine Route bauen, ne? Das, ja, doch hier einen Marktplatz, um Ressourcen zu tauschen. Der will aber was mit Gold wissen. Hat schon Holz, haufenweise. Das sehe ich aber jetzt schon. Er braucht wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen mehr Holz. Die sind alle auf Kader unten. Sehr gut. Osmane geht in die Feldschlacht. Der osmanische Armee ist ein bisschen größer, weil der Chinese hat mal kurz Pause eingelegt. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, der Gegner geht ins dritte Zeitalter, nur um dann eben nicht mit seinen neuen technologischen Einheiten anzugreifen und diesen Bonus zu nutzen. Und genau, das ist ja auch der Fall gerade eigentlich, ne? Das ist ja nicht so, dass er jetzt, ne? Also er baut Bogenschützen gerade, obwohl er gerade drittes Zeitalter gegangen ist, ja? Von da geht das ja auch. Aber wenn er jetzt mit seiner Armee, was dreimal so groß ist, angreifen würde, könnte er Schäden da unten verursachen. Er hat sogar die Speer, die weigern sich halt nur reinzugucken. Da läuft jetzt leider nichts. Also er baut halt Speere und Bogenschützen. Jetzt kommt wenigstens mal eine Armbrust dabei. Also er hat ja gerade die Armee hier oben vernichtet, ja? Das ist ja jetzt nicht News für ihn, dass er jetzt drittes Zeitalter ist, bessere Technologien hatte. Der Gegner hat das jetzt zwar freigeschaltet, aber jetzt vor kurzem erst. Also es wäre eigentlich so ein Zeitfenster von vielleicht 2 Minuten gewesen, wo er mit überlegenen Streitkräften, ne, eine größere Armee und technologisch bessere Armee hätte angreifen können. Nafka. Und um das ohne Gefahr zu machen, hätte er ja spähen können. Das heißt, ich baue da oben, glaube ich, viele Speer. Er benutzt die nur nicht systematisch, ne? Da hat jemand den Wegpunkt vergessen im Süden. Da kommen sie jetzt piecemeal rein. Du hast doch gerade einen Mann verloren, ne? Mal gucken, wann das sieht. Okay, hat nur 3 Mann geopfert dafür. Wegpunkte würde ich immer direkt ändern. Ja, jetzt ist das Zeitfenster halt vorbei, ne? Jetzt hat er genug Zeit gehabt hier unten, um auch seine Einheiten aufzubauen. Hat halt jetzt hier seine Ritter. Kommen Armbrüste, aber er hat sich so viel Zeit gelassen, also er hat immer noch die größere Armee, aber er muss natürlich auf die Belagerungsmaschinen warten. Also die dürfen jetzt nicht kämpfen ohne die Mangel, ne? Und was machen sie? Kämpfen ohne die Mangel.
Jetzt ist Maria. Warum? Du hast doch die halbe Armee zurückgelassen. Warum sind die vorgegangen? Also entweder macht man es früher oder man macht es gar nicht. Okay. Gehen wir zurück. Ja, also die komplett auf dem Rückzug. Gibt aber einen Schuss ab mit der Mangel. Ja, die reiten jetzt drumherum einmal den langen Weg. Also die Linie wie eine Mauer hat sich gelohnt. Die lebende Mauer hat sich gelohnt und beschützt die auch. Also das hat er schön gemacht mit der Linie, ne? Das hat gut ausgesehen. Die mit der Ritter hätte auch einfach einen Rechtsklick machen können, wäre dann sofort durch gewesen. Aber der ist ja rumgeritten stattdessen. Aber trotzdem, das, ne? Mit der Mauer war eine schöne Idee. Nicht jeder macht halt einen Rechtsklick. Ist halt wieder, ne? Er darf halt, also die Mangen müssen halt diesen Block bekämpfen. Das ist eine ganz simple Logik. Von da muss er da mit denen warten. Er hat das größere Heer, aber er traut sich noch zu wenig. Und der Gegner hat unendlich Wirtschaft. Unendlich Wirtschaft. Immer ein 1:2 Verhältnis, ja. Obwohl er die nicht ganz benutzt, wie man sieht. Der ist immer noch AFK und tut die Mühle da bejubeln oder so, keine Ahnung. Also, ja. Das wären Palastwachen wahrscheinlich. Ressourcen sind von beiden aber am Limit genutzt, ne? Oder fast am Limit. Also und daher, da klicken die schon ordentlich hinterher. Kann man einen Platin-Spieler, glaube ich, auch erwarten, dass er ein bisschen klicken kann von der Geschwindigkeit. Bärchen sind gleich alle. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich schon so ein bisschen, ne, nach Nahrung suchen. Also wenn er die nicht da sammeln will, was man nicht unbedingt empfehlen kann immer, AFK, dann sollte er überlegen, ob er nicht ein bisschen mehr Holz holen will für die Farm. Ich weiß nicht, worauf er warten möchte mit seinem Heer. Also der Gegner hat eine größere Wirtschaft. Das muss ihm bis jetzt auch klar sein, weil das ein Chinese ist und nie geradet hat. Das heißt, je länger er wartet, mit jeder Sekunde, die er wartet, wird der Chinese stärker im Vergleich zu ihm. Das muss ihm eigentlich klar sein auf dem Level. Steht noch ein bisschen aufgeteilt, die Einheiten. Ne? Da würde ich immer zusammenstellen. Also ich weiß nicht, worauf er wartet mit seiner Armee. Er hat eben den Vorteil des Age 3 nicht genutzt. Und jetzt nutzt er den Vorteil nicht, dass seine Armee größer ist. Wenn er nebenbei ein Wirtschaftsbild machen würde, könnte ich es ja noch ein bisschen verstehen. Aber das ist ja auch nicht der Fall, ne? Also Handel zum Beispiel oder sowas. So, jetzt Wirtschaft alle. Da geht es da unten hin. Da kann er nur hoffen, dass die gegnerischen Raider eigentlich töten. Aber dann scoutet natürlich auch keiner der beiden Seiten. Also Chinese halt auch nichts zum Scouten. Und da weiß keiner, wo die Leute stehen. Nächste Gold wird geholt. Also wenn ihr wirklich hier so einen Knubbel habt, wenn ihr das so heuschreckenmäßig macht mit 22 Arbeitern, dann muss da ein Reichsbeamter dran stehen an dem Gebäude. Da muss da dran stehen. Da gibt es keine Entschuldigung für. Weiß nicht, die sammeln jetzt irgendwie ja alle das Gold, was ja auch nett ist, aber da braucht man nicht alle für, ne? Also wenn der 20 Arbeiter so fokussiert, dann muss der Reichsbeamter da stehen. Da gibt es gar keine Diskussion drüber, ne? Das ist ein absolutes Muss. Absolut. Stattdessen steht er hier unten bei den Leuten, die 6 Holz machen, da und da. Oder 7 da, ne? Also statt eben 7 kann man 21 buffen. Da muss man wirklich ein bisschen besser managen. Er muss immer noch das Holzprojekt machen. Hat also auch ein bisschen mehr Holz gemacht, hat die Gefahr erkannt, dass er das braucht gleich für die Farben vermutet. Hat also schön gesehen. Er macht die Bärchen da noch und unten das Holz und dann wird er wahrscheinlich oben bauen. Möchte jetzt hier Relikte sammeln. Also damit hat dessen, dass der Gegner doppelt so viel Wirtschaft hat und das völlig erwartbar ist, weil das halt ein Chinese ist mit Song, müsste der meiner Meinung nach also kein Wirtschaftsbild, nicht angreifen und ein bisschen turteln. Die Kombination kann eigentlich nicht funktionieren. Das ist ein absolutes automatisches Aus, hätte ich gedacht. Aber er sieht das anders. Er baut sogar jetzt hier noch einen Außenposten. Nicht ganz sicher warum. Damit er mehr sieht, aber er hat ja schon Speer. Weiß nicht, wofür er den Außenposten da baut. Plant jetzt ganze Projekte damit. Ich meine, der Chinese macht das schon richtig, auch wenn ich denke, er könnte scouten und ich denke, dass die Burg Blödsinn war. Aber der macht das schon richtig. Er hat die Wirtschaft, er muss nicht angreifen. Angriff ist ja auch ein Stück weit Risiko. Trotzdem kann er einfach mal seine Ritterhorde nehmen, und selbst wenn es nur diese 5 da sind, ne, und einfach mal hier unten das abreiten. Also oben die Palisade hat er eben gesehen, das heißt, er weiß, dass unten eventuell auf ist. Und wenn die Ritter dann da reingeritten, weil oben eben wissentlich zu ist, hätte das Spiel jetzt beendet, der Chinese, ne? Es gibt keinen Grund, AFK-Ritter zu haben. Und wenn die Feldschlacht dann losgeht, dann kann er ja immer noch die Ritter zurückholen, wenn er denkt, ihr braucht die wirklich. Ich denke, dass das Angst vor dem Mikro ist an der Stelle. Er hat sogar einen Speer, das heißt also, er hätte auch einfach nur den Speer losschicken können und wenn was Wichtiges sehen wird, dann die Ritter hinterherziehen. Also auch da hätte es eine Option zu gegeben. Auch mit dem Speer kann man mal gerne nach vorne gehen, weil so sieht man ja maximal wenig. Also geh doch mal bitte an den Ausgang, um zu sehen, was da ist. Dude, da musst du doch sehen, dass da ein Kegel ist. Okay, dann nicht.
Das mit der Burg habe ich nicht verstanden da oben, was die machen soll. Das sind doch nicht wirklich viele Arbeit, er ist auch jeden Moment fertig hier. Also da steht dann eine Burg einfach da rum, ohne dass die irgendeine Funktion erfüllt. Er hat die ja auch gebaut, als das fertig war, oder? Also, was gehen die da oben? Gold holen? Ja, da wäre jetzt eine Burg zum Beispiel etwas, weil Bären und Gold da ist und Steine. Da hätte ich eine Burg noch einigermaßen verstanden. Und jetzt sammelt er da oben auch. Und auch da, ne, könnte er jetzt hier eigentlich einfach hingehen und die töten, die Arbeiter. Aber scoutet halt wieder keiner. So, es gibt hier einen Ausfall. Inzwischen hat der Chinese die größere Armee. Das hat er auch so interpretiert wahrscheinlich und gesagt, jetzt mal Zeit zu gehen. Und jetzt gibt es hier die große Feldschlacht. Bauen erstmal ein Türmchen. Nicht rein, nicht rein, nicht rein, nicht rein. Du musst doch erst die Rutten vorschicken. Warum willst du nicht mit den Rutten vor? Warum will er nicht mit den Rutten vor? Ich verstehe das nicht. Okay. Gut wäre vielleicht gewesen, zurückzuschießen. Teufel auch, da greift ja keiner an. Die haben sich nur bewegt, aber nicht gekämpft alle gerade, oder? Der ist aber auch irgendwie am Kämpfen. Also Maiko läuft dann nicht ganz optimal. Ihr macht doch an, macht doch an, macht doch an. Wo willst du denn hin? Willst du das in die Hand drücken? Warum kommt das weh? Warum hat er denn nicht gedrückt? Hätte ja auch nichts geändert, aber musst du doch nicht auf den Gegner zulaufen. Okay, das war die komische Feldschlacht, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das war die Feldschlacht, oder? Ist jetzt vorbei. Irgendwann hat die gewonnen. Ich vermute mal der Chinese. Okay. Weiter geht's. Man hat das wohl gewonnen, die Feldschlacht. Da sind zwei Imame irgendwo, das ist der eine. Ja, also, also auf jeden Fall hat der Chinese die gewonnen. Zum einen wahrscheinlich, weil er eine größere Armee hat. Zum anderen aber auch, weil, ne, die Belagerungswaffen, also er hat halt, ne, mehr Rutten gehabt. Dann waren das halt bedenkt, dass es als Uhrenturmeinheiten waren, also mehr Lebenspunkte. Und dann hat er hier aus irgendeinem Grund ganz komischen Linien da vorne stehen, aber ne, hat er auch gehabt. Also das sind schon eine Menge Sachen, die zusammen funktionieren mit der größeren Armee, auch die besseren Belagerungswaffen. Das macht, glaube ich, viel aus. Die werden ja hier als Wert nicht extra angegeben. Okay. Okay. Stirbt halt jetzt umsonst, ne, das Bienennest. Ist jetzt tot, das Bienennest. Okay. Aber das Relikt nimmt er jetzt mit, weil der Gegner hat ihm das ja hingetragen. Das war ja wirklich nett von ihm. Er hätte ja auch jetzt entweder aktivieren können da links oder einfach weggehen damit, was vielleicht auch keine schlechte Option gewesen wäre, ne? Aber nee, er hat es nach rechts getragen, damit er das schneller der Gegner bekommt. Ein sehr humaner Move auf jeden Fall. So, bei den Rundenduellen ist jetzt wichtig, dass erst viertes Zeitalter. Erstmal muss man jetzt aufpassen, dass sie nicht nachher den Reichweitenvorteil haben, ne? Und hat er noch nicht. Und dann ist wichtig, dass der, der auf den Gegner zufährt, verliert, ne? Also wenn ihr das so machen willst, musst du aber die Rutte anklicken, nicht das Haus. Also die Rutten jetzt gerade so schießen, kann man auch gerne mit dem Stück nach vorne gehen. Aber was zum Teufel, was? Schieß doch die Rutte ab oder geh nach Hause, was wird denn das hier? Jetzt geht die Hälfte nach Hause und die Hälfte bleibt da. Und die Hälfte schießt aufs Haus. Es hat jetzt gedrittelt seine Armee. Ist das jetzt sein Ernst oder was? Und was ist denn da die Idee dahinter? Ich verstehe das manchmal nicht. Okay, egal. Hier wird Gold gesammelt, aber in maximalen Laufwegen, weil es zu viele sind. Die laufen dann einmal im Kreis. Das sind schon heftige Laufwege für so eine Sammelaktion. Ist da oben wahrscheinlich aber nicht so viel anders. Heute ist eine Universität. Keine Angst, dass jemand vorbeikommt. Da hat er auch keine Angst, dass jemand vorbeikommt. Also die Chinese hat so viele Arbeiter im gefährlichen Ecken stehen. Ne? Der müsste nur eine kleine Sipai-Armee bauen und einfach mal im Kreis reiten. Dann wird der Chinese eigentlich vollständig raus aus dem Spiel. Ne? Am Moment ist es halt so, dass die Chinese eine Ewigkeit doppelte Wirtschaft hat. Ich meine, auf dem Elo ist wahrscheinlich alles möglich. Er hat ja die gleich große Armeen zum Beispiel, gleich große Verluste ungefähr, gleich viel Relikte. Obwohl der Chinese halt doppelt so viel Wirtschaft seit Ewigkeiten hat. Ne? Das sollte eigentlich so nicht sein. Aber Gold vor der gegnerischen Base sammeln, ohne dass er bestraft wird, sollte auch nicht sein. Das ist alles sehr, sehr ominös hier. Was ist das für ein Farmenbau? Wie die Pros. Ja, der Mason, der wartet jetzt noch so ein bisschen auf irgendwas. Also ich weiß nicht, wieso der glaubt, dass der mit einem, also es ist ja kein Wirtschaftsbild, den er hat, ne? In keinster Weise, der hat ja nicht eine Variable, die Wirtschaft macht. Wieso er glaubt, dass er damit den Chinesen warten kann gegen Chinesen und dann gewinnen, wie er sich das vorstellt. Das macht er seit Spielbeginn im Prinzip so, ne? Das sind ja wirklich jetzt nicht dem Schluss geschuldet zu sein, dass er eine schöne Schlacht und Verteidigung sehen will, sondern er spielt ja seit das Spiel begonnen hat im Prinzip so.
Es scheint ja wirklich seine Strategie zu sein, durchgehend. Also ich bin nicht sicher, was seine Überlegung da ist. Vielleicht überlegt er ja, dass die umsonst spawnenden Einheiten über Zeit mehr bringen als die gesamte chinesische Wirtschaft. Anders kann ich doch diese Strategie, die er gerade benutzt, nicht erklären. Ich kann hier die Belagen verschieden wegsnipen, ne? First Shot. Aber sind halt Uhren drauf, die halten wieder ein bisschen was aus. Pam. Nicht das Bienennest anklicken oder sowas. Immer die Belagen verschieben und die Bienennest kann danach immer noch kaputt machen. Die Mangen immer auf den Fernkampf ausrichten, immer auf den Blob. Nicht auf die zwei Speere oder irgend so ein Stuss, ne? Hast du es gerade verloren, das Duell? Genau, weil er eben das Bienennest anvisiert hat. Deswegen konnten seine Mangen nicht mehr kämpfen. Hätte er die Bienennester nicht anvisiert, sondern die Rutten, hätte er eine Chance gehabt, dass seine Mangen die Armee auslöschen. Hat er hier das Gebäude gebaut, ja, die Festung. Aber das kann er jetzt für den Handel benutzen. Das ist seine letzte Möglichkeit, ins Spiel zurückzufinden tatsächlich. Also der Chinese stapelt auch schon unendliche Ressourcen inzwischen. Ich meine, er hat jetzt auch viele über. Also nicht, warum er überhaupt Steine sammelt. Das wäre seine letzte Chance gewesen, nochmal ins Rück ins Spiel zu finden. Dass er irgendwie, keine Ahnung, das hier oben baut und dann eben hier unten einen Handel mitmacht oder so. Ist ja schon ein bisschen gewollt. Und die Steine, die er hat, also er kann die Steine ja benutzen, statt jetzt eine Burg zu bauen, um einfach, er baut jetzt eine Burg. Natürlich baut er eine Burg. Einfach um eine Mauer hochzuziehen, da oben und da unten. Und dann eben einen Handel hinten hochzieht. Und dann kann er den Chinesen ja über verbesserte Kämpfe noch runterziehen. Auf dem Elo ist ja sicher egal, dass der Gegner die ganze Zeit 100% mehr Einkommen hatte. Also da ist schon noch eine Möglichkeit für ein Comeback an der Stelle. Aber natürlich nicht, wenn er jetzt einfach weiter turtelt, ne? Das ist ja Turtle, anders kann man das ja nicht nennen. Und er braucht ja nicht Turtle, sondern Wirtschaft in dem Moment. Popcap ist 93 gegen 190. Das Chinese hätte das auch schon längst beenden können, das Spiel. Also wenn ihr jetzt eine Burg da vorne habt, dann könnt ihr auch einfach hier Triebwerke hinstellen und dann bababam, ne? Oder halt in dem Falle bombarden jetzt. Urturmbomben sind eh das epischste überhaupt. Die lösen alle Probleme. Kaiserpalast? Warum? Warum baut er jetzt den Kaiserpalast? Der Raid ist doch eh nicht. Ist doch egal, ob du die Arbeiter siehst oder nicht. Ist einfach reingefahren mit der Übermacht und die weggesniped. Muss man halt dann wegfahren, wenn man nicht mehr hat. Hat noch nicht mal gut Sicht gehabt. Ist einfach reingefahren, hat geraten, dass sie da steht anscheinend. Okay. Rüstet seinen Bergfried aus. Warum macht er das jetzt? Hast du irgendeine Steinmauer, die davon reparieren werden würde? Also ich habe noch kein Mauerprojekt gesehen, von da wundere ich mich, dass er das Tech hier vorne. Also er hat ja keine Mauer, die repariert, oder? Weißt du, was dieser Tech macht? Palisaden werden nicht repariert, das ist immer neu, oder? Ja, jetzt kommt der große Angriff. Was machen die Arbeiter da? Was genau machen die Arbeiter da? Wo bringen die Gold mit? Das Gold natürlich vorher abgeben, bevor er sowas macht. Ah, die kommen nur wieder rein, wenn eine extra Fackel hat. What the fuck? Das habe ich noch nie gesehen, dass jemand mit Arbeitern reingeht. Nur mehr. Der hat wirklich die Arbeiter mitgebracht, damit die mit der Fackel das Haupthaus anzünden. Das habe ich noch nie gesehen in irgendeiner Runde, dass man dafür die Arbeiter mitnimmt in die gegnerische Base. Das ist neu. Das ist auf jeden Fall neu. Das ist nur in dem Elo möglich. Nur auf Platin spielt man das so. Das garantiere ich euch, dass das kein anderer so spielt. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, der kann das machen, weil er hat ja seinen Popcap, ne? Und er kann die Arbeiter ja relativ schnell herstellen mit Song, ja? Und er hat ja mehr als ein Haupthaus. Also da ist das jetzt nicht der dümmste Move des Tages. Er will auch eine Fackel haben, damit es schneller geht. Aber gesehen habe ich das noch nie. Noch nie! Das ist ja total episch. Wie einfach beide Seiten überall Ressourcen sammeln, ja, ohne jeglichen Schutz. Jeder einfach Arbeiter in Massen töten könnte, wenn die einfach mal kurz da vorbeireiten mit fünf Rittern. Und es ist aber auch keine Seite macht, deswegen, dass beide Seiten machen mit den Ressourcen. Ne? Ich meine, normalerweise würden die Frost zumindest bei sowas, wenn, also sowas würden die wahrscheinlich eh nicht so rummachen, aber wenn, würden die dann Türme da dran bauen. Aber nicht mal das machen die. Na gut. Ja, also ist eigentlich schon lange vorbei, die Runde. Jetzt schießen wir die Bienennester rein. Alle tot. Okay. Man muss halt einfach sagen, von dem Niveau her, ne? Also ich denke halt wirklich, dass das Platin 2 eigentlich nicht so viel erfordert vom Spieler. Wenn man jetzt das vergleicht, was dafür jetzt da drin enthalten war für ein Game-Wissen, ne? Ich denke, dass man, also der hat jetzt, glaube ich, 160 Spiele in der aktuellen Season, in der letzten 80 gemacht, ne? Um da hinzukommen.
Aber ich glaube tatsächlich, dass man viel, viel einfacher hinkommt, wenn man einfach nur sich vielleicht die Stärken der Nation ein bisschen besser in den Kopf ruft. Also Osmane gegen China zum Beispiel nicht vierteln und abwarten, sondern angreifen. Ne? Das wäre zum Beispiel die Stärke, die der Osmane hätte. Ich glaube, dann braucht man viel weniger Game-Wissen. Man muss nur wissen, was die Nationen können und dann eben direkt zum Angriff blasen. Ich glaube, dann hätte man viel besser abgeschnitten. Also über Makro kann man wahrscheinlich viel rausholen auf dem Elo noch. Na, da geht es dann weniger um die Klickrate oder dass man perfekt im Bild kennt, ja. Ist, glaube ich, völlig egal, ob er diese Militärschule irgendwie, keine Ahnung, 2 Minuten früher oder später baut oder so. Man sieht auch, wie die Ressourcen stapeln, die Spieler und alles, ne. Hier ist, glaube ich, viel wichtiger, dass man sich erstmal auf das große Ganze vielleicht konzentriert, könnte ich mir vorstellen. Zumindest in dem Spiel scheint das sehr deutlich so auszuschauen. Ne? Also es ist eine Wirtschaftsnation, bin ich eine Aggressornation und dann entsprechend zu spielen. Ich glaube, dass man damit wahrscheinlich schon locker, ohne jegliches Vorwissen, locker Gold erreicht, wenn nicht sogar Platin. Wäre jetzt mein Verdacht, wenn ich mir so anschaue. Und der Diamant ist dann wahrscheinlich dann auf Klickraten und so und Builds nötig, könnte ich mir vorstellen. Da müssen wir mehr Diamantspieler anrufen. Ich weiß noch nicht, was sie da anstellen. Nur 2, 3 gesehen letztens. Aber da habe ich nicht so viele von gesehen bisher, deswegen. Aber Platin Gold, denn eigentlich ist ja Gold der Crispy, ein anderes Platin. Also das wird man mit Sicherheit erreichen, wenn man einfach nur weiß, okay, die Nation muss aggressiv spielen, die muss defensiv spielen. Dann kommt man, glaube ich, da an die richtige, hat man eine sehr hohe Win-Chance, so könnte ich mir vorstellen. Er hat aufgehört, ne? Sammelt noch sein Popcap an oder so. Warum steht da eine Burg? Damit er den heiligen Sieg nicht holt. Baut jetzt Handel der Chinese? Okay. Also er baut es nicht, er hat ja Popcap, er ist nochmal hingestellt. Man weiß ja nie. Der Farmenbau. Fast das Gefühl, dass das mit Absicht ist, weil das überall so baut. Na gut, weiter geht's. Ich weiß noch nicht, warum das Spiel überhaupt noch so weitergeht und keiner aufgegeben hat. Aber das ist auf jeden Fall das. Also, ja, ich denke, also ich bleibe jetzt sowieso bei den Pros, immer so Ausflüge, ne, zum Gucken, weil ich darum gebeten werde und vor allem, weil die Leute mir nie glauben, dass das wirklich das Spiel auf diesem Elo ist. Ich werde aber wahrscheinlich wieder zu dem alten Elo rüberkriegen gehen. Die Golden League fängt doch jetzt eben da an, ne? Da werden wir jetzt ein paar sehr hochkarätige Spiele wahrscheinlich wieder zu Gesicht bekommen. Gucken wir mal die Tage, wann das da losgeht. Ich habe das eben nur in dem Banner gesehen. $70.000 sind wieder gesamte Preisgelder. Schaue ich mir dann nochmal im Detail die Tage an. Jo, das war die Geschichte. Also der Goldspieler hat den Platin-Spieler abserviert. Also der unerfahrene Goldspieler, den erfahrenen, muss man sagen, weil der hat ja nur einen Bruchteil der Spiele. Und damit verabschiede ich mich dann. Ciao, ciao.